Willkommen im K40-Keller. Ja, heute ist Sonntag und so gegen 4 Uhr heute Morgen, ich bin sehr früh wach geworden, hatte ich eine Umfrage gestartet bei YouTube im Community-Tab und mal gefragt, welches Video ich als nächstes fertig machen soll. Der K40 ist ja mehr oder weniger schon fertig lackiert, das Video dazu auch fast fertig. Und die andere Frage war, oder soll ich mal das Video fertig machen zu Faserlasern und den Betrug, den die ganzen Verkäufer, die chinesischen Verkäufer bei eBay so abziehen. Und das Ergebnis ist eindeutig. Ich habe jetzt nicht die Prozentzahl im Kopf, aber die allermeisten wollten dieses Video hier, also kommt das jetzt. Ja, was ist los? Also, ich blende euch die Bilder gleich mal ein, dass ihr das mal seht, wovon ich rede. Beworben wird diese Kiste hier bei eBay mit einer Range von 20 bis 100 Kilohertz. Das soll die können. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß man natürlich, das ist Mumpitz. Aber so 25 bis 80 wäre schön gewesen. Das sollte sie können. Ja, das kann sie aber nicht. So, jetzt bin ich in so einer deutschsprachigen Faserlasergruppe und da hat mich dann Gott sei Dank jemand angeschrieben. Das ist der Sebastian Großmann. Nochmal ganz herzliches Danke. Mit dem habe ich dann auch telefoniert. Der hat mich gut aufgeklärt. Er hat mir erzählt, was da los ist. Ich blende euch mal eben ein Foto ein. Dann seht ihr, wie das Modul hier drin aussieht. Da ist ein Rikus-Modul drin verbaut aus der QS-Serie. Das ist so das günstigste Modul, was man verbauen kann. Und das hat eine Range von 40 bis 60 Kilohertz, was dann extrem einschränkt. Für die, die jetzt noch keinen Faserlaser haben. Je geringer die Kilohertzzahl ist, umso mehr Material trägt man eigentlich ab. So könnte man es vielleicht sagen. Man hat mir das ganz gut erklärt. So wie Schleifpapier. 20 Kilohertz ist ein ganz grobes Schleifpapier. Da nimmt man sehr viel Material ab. Und 80 Kilohertz ist ein sehr feines Schleifpapier, da nimmt man weniger Material ab. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. So, und hier ist halt eins aus der QS-Serie drin, 40 bis 60 Kilohertz, nicht die 20 bis 100 wie versprochen. Ich wäre glücklich gewesen von 25 bis 80, sage ich mal. Dann hat mir der Christian Sturm, auch an dich ein Dankeschön, der hat mir auch Bilder geschickt, oder ja, es geht um ein wichtiges Bild. Der hat dann auf meinen Bitten hin seine Maschine aufgemacht. Und da kann ich euch mal zeigen, wie so ein Modul eigentlich aussehen sollte. Die QS-Serie, das sind blaue Module, sind kleiner, das was hier verbaut ist. Und die besseren Module, die auch wesentlich haltbarer sind, die sind grau, größer. Ne? Nur, dass ihr das mal seht. Ich habe euch das ja eingeblendet, könnt ihr euch dann anschauen. Das Problem ist natürlich jetzt, so jemand, der so neu in der Materie ist wie ich und keine Ahnung hat, der kauft sich die Kiste und graviert da los und macht hier 25 Kilohertz hier, 25 Kilohertz da. Und dann dauert das, keine Ahnung, eine Woche, einen Monat und dann ist das Ding kaputt. Was passiert? Die Faser, die Glasfaser, die da verbaut ist in der Maschine, ist überhaupt nicht dafür ausgelegt und die brennt irgendwo durch. Na, ist kaputt. Ja, das war's dann. Dann ist das ganze Modul tot. Jetzt sagt mir der Sebastian Großmann, reparieren ist da nicht. Das Pleißen der Glasfaser ist so aufwendig und da braucht man spezielle Maschinen, das macht keiner. Das heißt also, man nimmt das Ding, schraubt es auf, schmeißt eigentlich ein funktionierendes Modul, wo die Glasfaser kaputt ist, in Müll und baut ein neues rein. Und das passiert, weil man es nicht weiß und man das Ding über die Spezifikationen hinweg betreibt. Hat man nicht lange Freude mit und versucht mal einen Garantiefall mit einem Chinesen abzuwickeln. Wird nicht funktionieren. Das gleiche ist, die Galvos, die hier verbaut sind, die sind angegeben mit 8000 mm die Sekunde. Das können die nicht. Die verbauen die billigsten Galvos, die machen vielleicht 1500, 2000 mm, so genau weiß man das nicht. Zu den Galvos haben wir nicht mal ein Datenblatt gefunden. Also auch Obacht, wenn man sagt, so, ja, gib ihm mal alles, ja, dann gehen die auch kaputt. Nächste Baustelle. Ja. Wie kann das zustande kommen? Müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen. Da ist irgendwo in China ein kleines Büro. Die haben dann Connections zu einem anderen Chinesen, der Warenhäuser, also Lager betreibt in Polen vielleicht oder in der Shanghai. Und dann sagt er, ey, Gott, ich habe da noch zwei Container von den Lasern stehen, kannst verkaufen. Ich mache dir einen Kurs von, sagen wir mal, 800 Euro oder von 500 Euro pro Stück, keine Ahnung. Und Zahl habe ich mir jetzt ausgedacht, ne? Verkauft die man und dann kümmere ich mich um die Abwicklung. So, und jemand wie ich kauft das Ding dann, ne? Das kleine Büro in China bekommt die Bestellung, kriegt die Bezahlung, schickt dann an den Betreiber des Warenhauses einfach, sagt er, hier, so bitte, schick mal eine Kiste da und dahin. Ja, so, und jetzt stellt euch mal vor, wie soll der Rückversand abgewickelt werden? Das funktioniert einfach nicht. Das wird nicht hinhauen. In meinem Fall ist es so, ich habe den Verkäufer angeschrieben, da kam dann so eine Standard-E-Mail mehr oder weniger zurück. Ich habe heute Morgen nochmal geschrieben, habe ganz klar gesagt, ich erwarte einen Vorschlag, wie das jetzt zu lösen ist. Also entweder einen beachtlichen Teil des Geldes zurück oder die Maschine geht zurück. Ich mache einen Fall bei PayPal auf. Da habe ich gar keinen Stress mit. Ich bin gespannt, wie die Sache ausgeht und werde euch natürlich auf diesem Kanal hier weiter informieren. Das ist nicht so, dass man mit dem Gerät nicht arbeiten kann. Man kann damit nur nicht so arbeiten.
wie es eigentlich sollte. Viele Dinge werden damit nicht vernünftig funktionieren. Wenn ich damit Edelstahl gravieren möchte, brauche ich schon ein bisschen so die 25, 30 Kilohertz. Aber ich werde mich damit beschäftigen. Wenn euch das interessiert, bitte gerne haut in die Kommentare rein, ob ich denn dazu auch viel mehr Videos machen soll oder nicht so viel, weil das ist ja eigentlich der K40-Keller. Aber der K40-Keller, ihr wisst, ne, hier ist er auch mehr als nur ein K40. Mein K40 ist eine kleine Baustelle, der wird neu aufgebaut. Dazu wird es viele Videos geben. Ja, auf Linearschienen umrüsten und ach, Tralafitz, da kommt so viel rein. Mal gucken, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo es endet. Lieber seid vorsichtig und schaut euch das genau an. Das Problem ist ja, das ist wie mit dem K40 auch. Wie oft haben wir das jetzt schon gelesen? Jemand kauft sich ein K40 und kriegt eigentlich ein K30. Ne, mit einer 30 Watt Röhre. Die kurze Variante. Wenn ihr euch ein K40 kauft, das Ding ist keine 80 cm breit und hat keine Röhre drin, die so zwischen 690 und 720 mm lang ist, dann seid auch da verarscht worden. Dann habt ihr ein K30 gekauft. Das ist das Gleiche. Du bestellst das einfach, du weißt nie, bekomme ich das, was ich eigentlich bezahlt habe, was die da beworben haben. Und dann guckt man in die Röhre. Ja, ne? Aber dafür haben wir jetzt hier den Kanal. Ja, dann kann ich das aufklären, dann kann man drüber reden. Und das ist auch gut so. Ich meine, irgendjemand muss ja ins Klo greifen. So im deutschsprachigen Raum gibt es nicht viel. Der Ultimatinum, der macht auch ein paar Faserlaser-Videos, hat einiges vorgestellt. Falls ihr den noch nicht kennt, und den kennt ihr mit Sicherheit, dann schaut mal auf seinen Kanal vorbei. Mich würde bei, also Martin, falls du dir das Video anschaust, das sind drei Schrauben hier, drei Schrauben hinten, mach mal auf und schau mal nach, welches Modul du verbaut hast. Nicht, dass dir das gleiche Schicksal droht. Du kannst da Glück haben und Pech haben. Das weißt du wirklich nur, wenn du reinguckst. Und dann für alle noch, die das sich so ein Ding mal bestellen wollen, mit der Rotary dabei, also dieser Dreheinheit, wenn ihr Gläser, Tassen, was auch immer und Ringe gravieren wollt, die Geräte werden immer separat verschickt. Erst kommt das und dann irgendwann die Rotary. Meine ist noch gar nicht da, ich habe noch nicht mal eine Tracking-Nummer bekommen, wer weiß, ob die überhaupt kommt. Und schon gar, wenn ich da anfange, Stress zu machen. Aber alles das wird sich klären, werden wir finden. Ne? Also, ja. Dann sage ich erstmal Dankeschön fürs Zusehen. Ja, lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt. Und ich bedanke mich auch an meine Kanalmitglieder. Ich lasse das hier unten immer durchlaufen. Falls du den Kanal hier unterstützen möchtest, unter den Videos steht so ein kleiner Knopf Mitglied werden. Da kannst du einfach draufklicken. Das ist nichts Verpflichtendes. Es gibt auch keine extra Videos für Kanalmitglieder. Das ist einfach nur, um mich ein bisschen zu unterstützen, damit ich hier so ein bisschen die Kosten, die sich hier so langsam aufhäufen, auch abfangen kann. Teures Hobby, wenn man davon Videos machen möchte. Ja, könnt ihr euch ja mal anschauen. Herzlichen Dank, euch noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr das Video guckt. Ich schneide jetzt das Video, lade das hoch und dann geht es hier weiter mit dem K40 renovieren und restaurieren und das ist noch ein langer Weg.